eigentlich nur Gerüchte. Die Menschen hier sprechen von einem Zauberer, der in einem großen Palast lebt, jenseits des ewigen Sandsturms. Einer dieser Nomaden könnte uns hinführen. Sie kennen das Land. Da ist er. Ich muss. So. Ach, Donan. Astro. Ihr findet hier niemanden. Keine Chance! Nicht für... Seid ihr verrückt? Moment. Was ist... Ich habe einen ruhigen... Nicht bereit. Neuer Tag, neue Narren. Diesmal werde ich nicht derjenige sein, der die Leichen in den Fluss rollt. Vergesst es. Ich habe euch ja gewarnt. Oh!
Was ist? Ich hab bezahlt, lasst mich in Ruhe. Wir sind nicht zum Geldeintreiben hier. Wir brauchen... Hä? Das kann nicht sein. Oder? Ist das das Symbol der Horadrim? Ja, Horadrim. Deckard? Deckard Cain? Seid ihr es, alter Freund? Ich bin es, Meshif. Nein, Deckard ist nicht mehr. Ich bin Lorat. Wir brauchen eure Hilfe, um den Sandsturm im Norden zu passieren. Ein Sandsturm, was? Die anderen müssen euch abgewiesen haben, haben euch bestimmt irgendwelchen Unfug von einem Zauberer erzählt. Ja. Nun, was kann ein Zauberer mir schon antun, was die Zeit nicht schon getan hat? Ja, ich werde helfen. In der Nähe gibt es eine alte Kapelle, ein vielversprechender Ort, um ein neues Abenteuer zu beginnen. Gut. Beschafft euch alles Nötige. Ich hole Thaisa und treffe euch dort. Ah, das ist wunderbar. Wie in alten Zeiten, was, Deckard? Warten. Mehr Mut. Kaum noch Ruhe. Ich bin noch nicht bereit. Seid ihr ja. Deckard ist mit eurer Freundin drinnen. Als wir eintraten, verfiel Andariel in Verzweiflung. Aber ihre Schreie sind jetzt nur noch ein Flüstern. Das ist heiliger Boden. Ihr Einfluss wird hier schwächer sein. Ich bin es. Thaisa muss selbst entscheiden, ob sie sich uns anschließt. Jeder Teil von mir will durch diesen Sturm gehen und Elias bluten lassen. Aber vielleicht setzt er darauf, dass meine Rache mich zu ihm zurückführt, damit er beenden kann, was er begonnen hat. Es ist für alle sicherer, wenn ich zurückbleibe. Das ist keine Schande. Es ist eine weise Entscheidung. Wir bringen euch seinen Kopf. Yeah.
Seid ihr es? Ich hoffe, ihr habt euch mit Heiltränken eingedeckt. Falls nicht, nehmt euch ein paar von meiner guten alten Isabella. Der Sturm wird auch noch schlimmer. Ich kann es riechen. Wenn er richtig loslegt, müssen wir einen Unterschlupf finden. Sonst bleiben von uns nur Knochen und Legenden übrig. Genieße nur den Moment. Diese Reise werden wir nicht so schnell vergessen, was, Degard? Ich kann es kaum erwarten. Ha! Es ist wahr! Die Götter segnen unsere Reise, Freunde! Ah, trinkt mit mir, Deckard! Ein Trinkspruch auf ein weiteres lebensbedrohliches Abenteuer! Nein, ich hatte genug. Bedient euch. Ach, solch eine Großzügigkeit lehne ich nicht ab! Es scheint nachzulassen. Vorwärts! Ich habe meine Pfeife in der Kapelle vergessen. Wir müssen zurück und sie holen. Alter Mann, wenn ihr jetzt umkehrt, bin ich der Erste, der eine Klinge in euren Rücken treibt.
Pah, na schön. Aber ich werde diesen Verrat nicht vergessen, Deckard. Das wisst ihr. Nun, dann kommt. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Mut. Ha! Der Sturm ist noch nicht fertig mit uns! Hier entlang! Ich muss warten. Deckard, erinnert ihr euch an den salzigen Duft des Meeres? Weder Schatten noch Teufel konnten sich uns in den Weg stellen. Seitdem habe ich die ganze Welt bereist. Ich habe Dinge gesehen, die ihr euch nicht vorstellen könnt, aber es war nie dasselbe. Ohne Ziel umherzuwandern, war ein bloßes Abwarten. Ja, es ist wichtig, ein Ziel zu haben. Ein Fuß vor dem anderen, alter Freund. Wenn wir stehen bleiben, sterben wir. Haltet Schritt! Das war nicht halb so gefährlich, wie die anderen behauptet haben. Seht euch das an. Kaum zu glauben, dass ein derart faszinierender Ort jenseits des Sturms lag. Vielleicht ein Relikt aus den Tagen des alten Kejistan. Verschollen, bis Elias es an sich nahm. Dann muss es wohl einige Schätze bergen, wie? Meshiv, bewegt euch nicht. Sprecht mit niemandem. Hier lauern große Gefahren. Ihr werdet in euren alten Tagen ängstlich, mein Freund. Aber keine Sorge, ich bleibe hier.
Das hat sie in seinen Kreis der Gesalbten aufgenommen? Der Kerl da in den Lumpen überlebt niemals, was uns bevorsteht. Durch Meister Elias Hand kam Lilith nach Sanctuario. Und seine Hand wird ein geringes Übel an unseren Willen binden. Stellt euch nur vor, wenn wir diese Macht besitzen. Ihr da, wartet! Euch habe ich noch nie zuvor gesehen. Wir haben es durch den Sturm geschafft. Durch die Gnade der Mutter. Ah, neuer Jünger. Ihr kommt zu einer günstigen Zeit. Lilith hat uns kürzlich mit ihrer Anwesenheit beehrt. Sie war hier? Oh, es war überwältigend. Aber keine Sorge. Vielleicht lässt euch Meister Elias durch das verborgene Auge einen Blick auf sie erhaschen. Wenn ihr euch als würdig erachtet, geht hinein und stellt euch ihm vor. Verdammt. Das ist schlimmer, als ich dachte. Elias ist im Besitz des verborgenen Auges. Es ist uralte Magie. Er kann damit alles sehen, selbst über die Zeit hinweg. Segnet mich mit eurer Macht. Und was auch immer ihr von mir verlangt, wird getan. Tretet vor, auf dass Meister Elias euch richten möge. Doch zeigt weder Furcht noch Zaudern. Keine Sorge, das werden wir nicht. Gebenedeite Mutter, ich werde euch nicht erneut enttäuschen. Die Herrin wird auf dieser Welt wandeln. Elias, ich wusste, ihr würdet kommen, Lord. Ihr habt uns mit dem verborgenen Auge ausspioniert, nicht wahr? Ihr glaubt, ich würde solche Magie an euch verschwenden. Ihr seid immer noch genauso engstirnig wie an dem Tag, als ich euch verließ. Ich werde euch von eurem Leid erlösen, alter Mann. In eurer kleinen Hütte bleiben sollen. Es ist vorbei. Wir sollten das verborgene Auge finden, solange uns noch Zeit bleibt. Wir können es nicht diesen Fanatikern überlassen. Halt! Ich sehe etwas. Störung Sanctuarius steht bevor. Und ihr zweifelt noch. Nur Fanatiker und Narren leben ohne Zweifel, Mutter. Wenn wir gerettet werden, dann durch eure Hand. Ich bin zu eurer Ermächtigung hier. Nicht zur Rettung. In meinem Schatten werden die Starken der Macht der Hölle trotzen. Die Schwachen
sind auf sich gestellt. Andariel lebt. Die Horadrim sterben. Koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Ich hatte eine weitere Vision. Lilith glaubt, die großen Übel werden Sanctuario zerstören und befähigt Menschen, sich gegen sie zu stellen. Deshalb versammeln sie und Elias Anhänger. Sie bauen eine verdammte Armee auf. Ja, Lorat. Die Herrscher der Hölle bedrohen unsere Existenz und wir unternehmen etwas dagegen. Elias, wie könnt ihr noch am Leben sein? Ihr werdet niemals verstehen, was ich für diese Welt getan habe. Nach all den Jahren ist das alles, wozu ihr imstande seid. Ihr könnt mich nicht töten. Einfach weiter so gegen ihn anrennen. Er wird uns zermürben. Wir müssen entkommen, aber nicht ohne das verborgene Auge. Wenn wir es an uns nehmen könnten, würde er zumindest etwas an Macht einbüßen. Ich bin noch nicht bereit. Wo hat er diese Macht gefunden?
bin noch nicht bereit. Sie führte mich zu einem alten Schlachtfeld, auf dem Tausende von uns durch die Hände von Engeln und Dämonen fielen. Nie wieder werden wir so leiden, schwor sie. Und in ihren Augen sah ich eine neue Welt. Ein Paradies, in dem wir frei von der Tyrannei und der Welt leben können. Unsere Welt, wenn wir die Stärke haben, sie dazu zu machen. Es ist zu spät, das zu beenden, was Lilith begonnen hat. Das könnt ihr noch besser, oder? Meshiv kann uns dabei helfen, das Artefakt weit weg von diesem Ort zu bringen. Aber wir müssen uns beeilen, bevor Elias zurückkehrt. Diese Öffnung dort ist unsere beste Fluchtmöglichkeit. Drückt hierzu. Wir müssen die Blutung stoppen. Nein. Hey, da seid ihr. Habt ihr den Zauberer getötet? Nicht reden. Der Sturm lässt nach. Wir bringen euch hier weg. Oh, zu schade. Ich hab meinen erwischt. Nur zu spät.
Der Teufel hat mir in den Rücken gestochen. Aufgespießt wie eine Stachelratte. So kann's gehen. Was, Deckard? Ei. So kann es gehen. Sie werden kommen. Ich nehme das verborgene Auge. Wir brauchen einen sicheren Ort, um es zu untersuchen, um es gegen sie zu verwenden. Wir treffen uns in der Wüstenkapelle. Los!